ein neues Spiel, Entnerbricht aus. Ich habe mich dazu entschieden, Entnerbricht aus im Livestream zu spielen. Es wird dann später zu Parts verarbeitet, deshalb ohne Facecam. Also, ja, starten wir das Spiel. Nehmen wir los mit einem neuen Let's Play. Let's Play Entnerbricht aus. Nein, das ist die Folge. Okay, ein neues Spiel. Let's go. Dedelec präsentiert ein Spiel vom Poki. Wurden bei Jan Michaelis noch mehr Menschen. Jo. Ein Intro. Da schläft er an seinem Mast auf dem Ausguck. Jan Müller Michaelis. Ja. Ha. Wo hat es uns denn hin verschlagen? Na, wer was kommt ist denn los? Da? Ach nichts. Du bidu 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 bidu. Pa. Pa. Wow. Der mit seinem Pa. Okay, da wären wir also. Edna bricht aus. Und jetzt können wir uns hier schon bewegen. Bist eingesperrt. In einer Gummizelle, wie es ausschaut. So sieht's aus. Polsterzelle, um genau zu sein. Und wir haben im Inventar einen HW. Benutze HW mit. Okay, jetzt muss ich mir erstmal die Steuerung angucken. Benutze HW mit Tisch. Nicht? Hey Harvey! Willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Okay, wen haben wir denn da oben in der Ecke? Einen Poki. Den Audiokommentar vom Entwickler. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Die mein Name ist Daniel Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, ganz ohne Komplettlösung werde ich es natürlich nicht schaffen. So kennt das aber auch von mir. Ganz ohne Komplettlösung werde ich das nicht spielen können. Ja, Part 1 von Edna bricht aus, da wären wir also in der Gummizelle, in der Polsterzelle.
Zum Glück kenne ich das Spiel schon ein wenig, hab's schon bei Lieben Krunk oft genug gesehen, mehrfach hintereinander, das Let's Play. Also, ja, ein bisschen. Also aus dieser Gummizelle dürften wir rauskommen. Polster. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Tja, der Pokémon. So muss das. Stuhl. Stuhlbein. Sieh mal, Harvey. Oha, du hast ein Stuhlbein gefunden. Meine Heldin. Ja. Ein Stuhlbein. Können wir das irgendwie benutzen? Mal sehen, Stuhlbein. Wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Es ist sehr abschraubbar. Wir haben ein Stuhlbein. Kombinieren. Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Das gleiche mit Harvey. Edna. Kombinieren. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Ja, da kann doch bestimmt. Kann der Harvey nicht. Ja, ja. Stuhlbein. Super. Wir brauchen etwas Spitzes, Edna. Mordkratz. Etwas Spitzes. Deine Zähnchen hier, Harvey, das wäre doch, das kannst du nicht. Okay, war so mein erster Gedanke. Ja, soweit wir wissen, ist bei Poki der erste Gedanke jetzt nicht unbedingt der geeignetste, der Lösungsweg. Die erste Idee ist selten die richtige. Harvey mit Gitter. Na komm, Harvey, benutze Harvey mit Gitter. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Stimmt auch wieder. Tja. Wie wär's dann mit hier durchstecken? Mal sehen. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme, und dann mit etwas Hebelwirkung. Oha, ich habe es kaputt gemacht. Oh, tja. Ein kaputtes Stuhlbein. Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Tja, dann schneiden wir doch mal mit wie Butter durch das Gewebe. Blitz. Mhm. Jetzt können wir die Polster aufstützen. Aha. Schlitz, Schlitz. Zwei alte Schlitzer. Haben wir doch bestimmt was, wo weiterkommen, wenn wir hier stützen. Mal hier an dieser Stelle mal. Nein, da nicht. Vielleicht. So weit kommen wir nicht hoch. Dann vielleicht hier. Vielleicht aber auch hier. Vielleicht schlitzen wir mal an dieser Stelle. Oder diese Stelle. Ich habe Spaß am Schlitzen. Ihr merkt schon. So, hier haben wir noch nicht. Da können wir nicht. Okay, aber hier. Vielleicht ist hier was versteckt. Oder
Ja, vielleicht auch hier. Hier. Na komm. Wo hat sich nur das Geheim versteckt? Irgendwo gibt's doch hier was. Hier, irgendwo kommen wir doch hier bestimmt weiter. Jetzt doch hier bestimmt irgendwo ein Polsterkissen, was Nein, wir freirubbeln müssen. Es ist bereits kaputt. Und der Tisch hat Aha. mir nichts getan. Das weißt du okay. nicht mit Sicherheit. Ach ja. Ui. Nein, können wir nicht. Wie schade. Aber hier. Vielleicht ist es aber auch hier. Oder hier. Ich vergraule alle Zuschauer. Bartkratz. Ganz genau. Ja, wo können wir hier noch? Ich glaube, hier können wir nicht. Hier können wir nicht. Tja, da habe ich ja wohl gar keine Ahnung, wie wir jetzt hier rauskommen. Habt ihr eine Idee, wo jetzt hier noch irgendwo was versteckt sein könnte? Puh, vielleicht. Was? Ein Kunstwerk. Ja, du sagst es. Können wir doch jetzt hier bestimmt... Nein, nicht. Ich dachte... Benutzen. Ha! Okay. Ansehen. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Das hast du. Aber wenn wir jetzt hier nehmen, vielleicht. Können wir auch hier ich bestimmt. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Schade. Aber Harvey vielleicht. Du solltest Innenausstatter werden. Ja, ganz richtig. Vielleicht können wir mit dem Gitter reden. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Ah ja, mit dem kann ich reden. Wie so redet der denn mit uns? Aber so, einfach lassen wir uns nicht abspeisen. Stimmt's? Hey, hallo? Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Oh, jetzt haben wir die ganzen Antwortmöglichkeiten. Mir ist aufgefallen, was für eine Dampfnase du doch bist. Dampfnase? Du nennst mich eine Dampfnase? Ja, aber sowas von... Die Dampfnase kommt gleich zu dir rein und zeigt dir ihre berüchtigte Rückhand. Komm doch rein. Du und Sport? Dass ich nicht lache. Wenn du Sport treibst, esse ich einen Elefanten. Ha! Dann guten Appetit. Ich spiele sogar in einem richtigen Verein. Und was spielst du? Fang den Stock? Zufällig bin ich Juniormeister. Im Minigolf. Jep. Siehst du den Bus? Den Bus da drüben. Der mit den Leuten, die es interessiert. Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Beschäftigungstherapie. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Ja.
Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das kann man auch gar nicht sehen, dass wir hier schon die Polster aufgestützt haben.